Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finance TV. Wir sprechen heute über die Containerschifffahrt, eine wichtige Branche in Deutschland und vor allem auch ein großer Kostenblock für viele Industriekunden, die ihre Waren über die Weltmeere schippern lassen. Wir schauen, wie es da weitergeht und wie im Moment die Lage ist. Bei uns im Studio ist Jan Bovermann, Schifffahrtsexperte von E.T. Kearney. Herzlich willkommen bei uns hier in Frankfurt. Vielen Dank. Zunächst mal die Frage, wenn man sich den Markt anschaut, die Reeder jammern über Überkapazitäten und auch, dass die Frachtraten nicht auskömmlich sind für die. Die Kunden freuen sich darüber. Wie ist im Moment das Verhältnis von Angebot und Nachfrage in dem Markt? Ja, wie Sie schon richtig sagen, ist der Markt geprägt durch Überkapazitäten. Die Überkapazitäten sind nach wie vor im Markt. Das wurde ganz besonders deutlich während der Finanz- und Wirtschaftskrise im Jahr 2008, 2009, in dem die Nachfrage um 22% gefallen ist. Wenn man das globale Exporthandel, globalen Exporthandel sich betrachtet, in der gleichen Zeitraum ist die Kapazität um 8% gestiegen. Sie sehen also hier ein massives Ungleichgewicht. Der Welthandel wächst jetzt auch nicht extrem dynamisch im Moment mit ein paar Prozent. Wie sieht es auf der Angebotsseite aus? Wächst sie nach wie vor stärker als die Nachfrage? Die Angebotsseite wächst etwas langsamer als historisch. Sie wächst nach wie vor, aber auch teilweise schneller als die Nachfrage, was zu zunehmendem Preisdruck im Markt führen wird. Was ja auch da eine Rolle spielt, sind die Megaschiffe, die viele Reeder bestellen, riesengroße Containerfrachter, wo die Betriebskosten pro Container natürlich niedriger sind als bei kleineren Schiffen. Und damit geht ja einher ein sehr starker Druck auch auf den Wettbewerb. Aber gehen diese immer größeren Schiffe eigentlich, oder geht diese Rechnung auf, mit diesen größeren Schiffen in diesen komplexen Routennetzwerken arbeiten zu können? Gute Frage. Die Reeder nutzen diese Schiffe, um ihre Routen eben zu ändern, um ihre Netzwerke zu verändern. Und hier kann man davon ausgehen, dass sich die Netzwerke verändern werden und somit die Rechnung für die Betreiber der großen Schiffe durchaus aufzugehen scheint. Das ist ja kurzfristig eine gute Nachricht für die Kunden, weil dadurch ja möglicherweise auch die Preise unter Druck bleiben. Aber sind das langfristig nicht die Waffen der großen Anbieter, um die kleinen aus dem Markt zu drängen und auszuschalten? Sie sprechen hier die Konsolidierung an. Das ist natürlich schwer zu sagen. Konsolidierung bedeutet, dass die Marktteilnehmer, es ist weniger Marktteilnehmer im Markt sind, aktiv im Markt sind. Das kann zwei Gründe haben. Einmal werden sie übernommen durch Fusion und dass Marktteilnehmer aus dem Markt austreten. Wenn man sich anschaut, wie die Marktsituation aussieht, schwankenden Raten, steigende Kostenblöcke. Das heißt, wir haben eine massive Kostenveränderung bei schwankenden Einnahmen, was natürlich führen wird, dass nicht solide aufgestellte Unternehmen, wo langfristig Schwierigkeiten im Markt haben und somit die Konsolidierung weitergeht. Aber wenn man sich die Daten anschaut, obwohl die Branche jammert über diese harten Bedingungen, kommt die Marktauslese noch nicht so wirklich voran. Der Marktanteil der Großen ist nicht so wirklich gestiegen in den letzten Jahren. Wann geht es denn los mit dem großen Reedereisterben? Ob die großen Reedereien sterben, das sei mal dahingestellt, kann ich mich nicht zu äußern, möchte ich mich auch nicht zu äußern. Aber wenn Sie sich anschauen, die Konsolidierung ist eigentlich sehr stark schon im Tun und im Gange. Wenn Sie sich einen Zeitraum von den letzten 8 Jahren anschauen, da haben die Top 20 Player einen Marktanteil von 70% gehabt vor 8 Jahren und derzeit haben sie einen von 84%. Also dass ich denke, dass die Konsolidierung schon da ist und auch weiter anhalten wird. Schauen wir uns mal die Preise an, die Frachtraten. Das war in den letzten Jahren eine sehr starke Entlastung für die Kunden der Reedereien. Gerade in der Zeit, wo es wirtschaftlich schwer war, sind die Frachtkosten gefallen, die Unternehmen bezahlen mussten, um ihre Waren zu verschiffen. Jetzt in den letzten Monaten gab es wieder einen relativ starken Anstieg der Frachtraten. Müssen sich die Kunden der Reedereien jetzt wieder auf steigende Preise gewöhnen? Ja, die Frachtraten sind derzeit relativ hoch, das ist richtig. Im Vergleich, aber auch wieder, wenn man einen 5-Jahres-Zeitraum nimmt, wird man sehen, dass die Frachtraten nicht so hoch sind derzeit, wie sie noch im Jahre Anfang 2010 waren. Aber am Anfang des Jahres hatten wir auch nicht die niedrigen Raten aus den Krisenjahren 2008, 2009. Dennoch sind wir auf einem hohen Niveau derzeit. Die Frage, wird es so weitergehen, ist natürlich abhängig von im Wesentlichen 3 Größen, die man betrachten muss. Zum einen, wie wird sich die Weltwirtschaft auswirken, weiterentwickeln. Zum zweiten, wie wird sich das Angebot an Kapazitäten in der Seeschifffahrt entwickeln, das sogenannte Orderbuch, wie wird sich das entwickeln. Und das dritte ist die Disziplin der Reeder, hier auch
keine zusätzlichen Dienste anzubieten oder Überkapazitäten in den Markt reinzubringen, um hier nicht wieder in einen Preiskrieg zu verfallen. Guckt man sich die drei Kriterien an, wird man feststellen, dass Weltwirtschaftswachstum oder wirtschaftliches Wachstum derzeit sehr umstritten wird. Da hören wir täglich neue Meldungen. Weiterhin das Orderbuch wächst nach wie vor relativ stark an. Zwar nicht mehr so stark wie in der Vergangenheit, es wächst aber noch mehr an als die Nachfrage. Darüber hatten wir schon diskutiert. Und die Disziplin der Reeder. Kürzlich gab es Announcements von führenden Reedern, neue Liniendienste, gerade auf dem Asien-Europa-Dienst einzuführen. Das hilft natürlich auch nicht den Raten, sodass natürlich für Ihre Zuschauer den Verlader davon auszugehen ist, dass die Raten jetzt ihren Peak gesehen haben. Kommen wir zum Abschluss zu den drei Fragen von Finance TV, die ich Ihnen mitgebracht habe. Werden die Frachtraten in den nächsten 12 Monaten stark unter Druck kommen? Jein, sie werden unter Druck kommen, aber nicht stark. Wird es zu Pleiten großer, bekannter Containerreedereien kommen in den nächsten Jahren? Das sehe ich nicht so, nein. Die größten Containerschiffe bringen es im Moment aktuell auf eine Größe von 18.000 Standardcontainern. Werden die Reedereien in den nächsten Jahren noch größere Schiffe ordern? Ich denke, das ist technisch derzeit nicht möglich. Mit den neuen sogenannten Triple-E-Class ist alles erreicht, also ein Nein. Danke für Ihren Besuch bei uns, Jan Bovermann in Frankfurt. Danke Ihnen auch fürs Zuschauen. Morgen reden wir hier anlässlich der Olympischen Spiele über die Konjunktur in Großbritannien, ob der Olympia-Effekt auch dort gewirkt hat. Gold für Großbritannien, ja oder nein? Die Antwort morgen bei uns bei Finance TV ab 12 Uhr. Danke fürs Zuschauen.